Messers und Sternchen, was geht? Willkommen zurück zu einem weiteren Teil, heute mal wieder auf meinem wunderschönen kleinen Account. Und wie ihr sehen könnt, nach Jahrhunderten, nach gefühlt Jahrtausenden, ja, da gab es sogar schon Prophezeiungen, die in Stein gemeißelt wurden, so lange hat es gedauert, gibt es mal wieder das nächste Level ab auf diesem Account. Brigade General kann ich nun heute hinter mir lassen. Ja, es hat wirklich sehr, sehr lange gedauert, ich weiß, ne? Kann ich mir selber auf die Schulter klopfen. Aber ihr wollt wahrscheinlich wissen, wie es momentan an der Containerfront aussieht. Ne? So lange ist es ja nicht mehr, bis in den März. Und zwar 139 momentan, der Stand, was die normalen Container angeht. Einen Skin-Container. Ja, Ultra-Container, die alten aus dem letzten Event, habe ich ja noch 7. Ich versuche, die Container aus diesem Event auch noch zu bekommen. Und ja, ansonsten eben hier die wöchentlichen Container, davon 18 Stück. Aber da kommen natürlich nochmal durch die wöchentlichen Aufgaben nochmal ein paar hinzu. Und man darf ja nicht vergessen, hier im Pass, in den Missionen, Herausforderungen, wie auch immer, gibt es natürlich auch nochmal ein paar Container, die man abstauben kann. Also bis März ist da noch ein bisschen was drin, ne? Darf man hier an dieser Stelle nicht vergessen. Aufgaben kann ich euch aber nicht zeigen. Es ist schon alles soweit erledigt, was die täglichen angeht. Die nächsten würden in 2 Stunden kommen. Da könnt ihr also sehen, wie spät ich das hier jetzt noch aufnehme. Aber ich kann ja versuchen, eine wöchentliche Aufgabe hier zu beenden, und zwar den Damage. Da fehlt noch ein bisschen über 250.000, würde ich sagen, ein bisschen unter 250.000. Mal gucken. Außerdem kam die Frage, ob ich nicht vielleicht wie in den alten Teilen mal wieder auch, wo haben wir sie denn? Gauss spielen könnte. Habe ich hier momentan MK5, habe ich mir für die Aufgabe geholt, wo man Kills machen musste. Da dachte ich, ich mache das Ganze mal mit Gauss, wird sich vielleicht auszahlen. Und ansonsten könnte ich natürlich auch wieder Hopper benutzen. Ja? Aber jetzt erstmal belassen wir es dabei. Und nehmen noch immer diese gute, schöne, vor allem sehr stattliche Kombination Hunter und, richtig, Smokey. Gehen rein in Juggernaut, da habe ich jetzt sehr viel Punkte erspielt. Oh ja, für alle, die dies interessiert, wie sieht's denn aus? Man muss ja hier 30.000 Schlachtpunkte bekommen oder erspielen, um die Special Mission zu machen. Mythen. Da bin ich fast bei 15.000, also gut die Hälfte, und ja, 6 Tage sind ja noch. Ich versuche also, das Ganze natürlich irgendwie fertig zu bekommen, ne? Alleine natürlich, um diese Ultra-Container zu bekommen, die 7. Und plus natürlich nochmal die 150 Containerscherben, die man bekommt, ne? Die nehme ich natürlich auch sehr, sehr gerne mit. Ich denke mal, bis März, je nachdem, wann ich das halt dann eben öffne, ne? Aber, na, ihr wisst, was ich meine. Ich denke mal, da werden da werden so wohl 200 Container drin sein, die es dann zu öffnen gilt. Also das wird ein richtig, richtig tolles Opening, darauf freue ich mich. Aber es kam die Frage, ob es sich denn lohnt, wahrscheinlich von einer Person, die wieder anfangen möchte, nach einer sehr langen Zeit, ob es sich denn lohnt, mit TO anzufangen, wieder zu spielen, ob es sich lohnt, ne? Ob jetzt auf einem neuen Account oder auf einem schon bestehenden, weiß ich nicht, aber ja, so wie es halt eben, wo ist denn der jetzt hin? Achso, ist schon kaputt, ne? Alles klar, gut. Aber so wie es halt momentan abgeht mit den ganzen Events und den erhöhten Erfahrungspunkten und so weiter, ey, da kannst du auch einen neuen Account gefühlt machen, ja. Hockst du dich eine Woche hin oder so und spielst nur? Ist jetzt nicht unbedingt meins, aber ne, für alle Leute, die es halt wollen. Ja, spielen, und dann hast du gefühlt dann schon dein Marschall oder sowas, ja. Um die Frage so zu beantworten, ja, es lohnt sich schon. Es lohnt sich mehr als noch vor ein paar Jahren, ne? Das habe ich ja schon in einem, ja, ein bisschen älteren Video erzählt. Durch diese ganzen Inhalte, die man for free geschenkt bekommt, so die ganzen Container beispielsweise, ne? Einerseits durch die Aufgaben und natürlich auch hier die ganzen Splitter. Du kannst ja halt so pro Tag immer einen Gratis-Container sichern, ohne auch nur ein EP zu machen, ne? Allein schon durch die Scherben. Das kann deinen Account auf Vordermann bringen. Das einzige Problem, was ich jetzt halt auch an mir natürlich hier sehe, ist, durch das schnellere Leveln habe ich da hinten hat auch jemand sein Level-Up gerade gemacht. Herzlichen Glückwunsch.
Durch das schnellere Leveln hast du zwar einen schönen hohen Rang irgendwann, nur dein Equipment kommt halt nicht hinterher, ne? Das muss man natürlich an dieser Stelle auch mal so sagen, außer du hast viele Container beispielsweise und entsprechend dann auch viele Kristalle, um dir halt entweder das eine oder andere Set, wenn es im Shop für Kristalle erhältlich ist, zu holen, oder halt eben, ja, ganz normal über die 0815 Verbesserungen, ne? Klar, so geht's natürlich auch. Aber auch das ist natürlich alles sehr, sehr kristallintensiv, ne? Darf man halt an dieser Stelle wirklich nicht vergessen zu erwähnen. Und ich merke das ja auch, ja? Die Kristalle, die sind halt gefühlt gerade momentan richtig, richtig unten. Und es gäbe aber so viel Equipment, welches sich auf MK6 upgraden könnte, das ist unglaublich. Natürlich muss ich nicht alles haben, ne? Dafür kann ich meinen großen Account nehmen, der hat ja alles MK7. Ja, außer neue Waffen und so. Und Untersätze. Aber ne, ihr wisst, was ich meine. Den ganzen alten Standardkram, ja, den man so aus den Hammer zähle ich mal auch als neue Waffe, ne? Aber ansonsten, den ganzen alten Stuff, den hat er ja MK7 und so. Ja, aber bei diesem Account, ich weiß es nicht. Ich kann halt nur hoffen, dass ich halt durch die Container viele Kristalle bekomme. Aber es ist halt wirklich krass, ja. Es ist halt wirklich krass. Und ich sehe das auch an anderen Accounts beispielsweise. Manche sind Marschall und haben einen Gearscore von, ich habe heute einen gesehen, der hatte, glaube ich, einen Gearscore von 2300 oder so. Keine Ahnung. Also was mit dem da los war, ich weiß es nicht. Ja. Und dann gibt's aber auch welche mit Marschall, die haben einen Gearscore von 9999. Also das ist schon, das sind Unterschiede, ne? Und ich find's halt schön, dass es auf der einen Seite bei solchen Events wirklich, wirklich sehr schnell mit dem Level geht. Ja, und jetzt, wenn ich hier mal darauf achte, noch einen Kill und dann, ja gut, okay, jetzt hat der mich gekillt. Aber den nächsten Kill, den ich mache, dann bin ich Level up, yay. Es ist schön, ja. Aber wie gesagt, das Equipment, das hinkt halt völlig hinterher. Also ich habe halt Glück, dass das, was ich spiele, das, ja, das kommt halt so einigermaßen mit. Ne? Aber wenn ich mir jetzt sagen würde, ach, naja, man könnte vielleicht noch irgendwie dies oder jenes mit dazu nehmen, das ist halt, ja, das ist dann halt schon nicht mehr möglich. So, jetzt hat wenigstens der Typ mit dem Hopper nicht bekommen. Oh, die guten alten Diktator-Skills, ne, die man so braucht, um Goldboxen zu fangen. Ja, herzlichen Glückwunsch. Aber der hat sie gar nicht bekommen. Naja. Ja, also das ist halt so, da wirklich halt hinterherzukommen, ist wirklich kacke. Also, ne, ich wiederhole mich zwar da, aber mit dem Equipment, welches ich halt momentan spiele so, oder welches ich spielen würde, ja, das geht, da komme ich hinterher. Aber ich könnte jetzt nicht einfach so mal ganz kurz meine gesamte Garage irgendwie komplett verbessern. Ja, das ist halt wirklich nicht drin. Gott, ich habe hier schon wieder so viel Schaden gefressen, ne? Alter Falter. Hey, 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 hey. Wäre mal schön, wenn hier irgendeiner noch mit Easy da oder so da wäre. Aber ist wohl nicht der Fall. Okay. Gut, dann muss es halt einfach so gehen. Ich kann ja mal ganz kurz abhauen und mich hier hinten vielleicht irgendwo verstecken. Ist nicht gerade die geilste Map, um sich zu verstecken. Aber hier hinten, ganz, ganz weit hinten, hier sollte es funktionieren. Für die letzten paar Sekunden. Ah, wobei, okay, komm. Dann können wir, also wir sind sowieso am Verlieren, ne? Da können wir auch mal hier ganz kurz mal auch aggressiver spielen. Ja, lohnt sich ja sowieso nicht mehr. Ist ja jetzt schon hier alles so weit verloren. Man muss zwar nicht unbedingt drauf gehen, aber hey, wenigstens nochmal den einen oder anderen Kill landen. Das geht auch. Ja, aber es ist halt wirklich unglaublich, ne? Also wie das hier momentan mit den EP einfach abgeht, das ist, keine Ahnung, wie viel habe ich jetzt verdient in der Schlacht hier? 2000 oder so, ne? Klar, okay, mit Premium, okay. Aber selbst ohne 1300 in so einem Match, wo ich kaum was wirklich gemacht habe. Ja, was habe ich gemacht? Ich habe hier 12 Kills gemacht. Oh, herzlichen Glückwunsch. Das ist nicht wirklich viel. Aber ja, und jetzt kann ich mir schon die nächsten Sachen MK6 machen. Ich komme einfach da gar nicht hinterher. Überhaupt nicht. Wirklich nicht. Also ja, ich meine mal, ihr seht es auch an meiner Garage, ne? Das, was ich wirklich spiele, das geht. Aber der Rest, der hinkt richtig hinterher. Entweder gar nicht gekauft so, oder irgendwo MK2 oder was auch immer. Ja, das ist alles nicht der Rede wert.
Was meint ihr? Ja, Glück gehabt, Glück gehabt. Hat er sich nochmal dafür entschieden, lieber den Rückwärtsgang zu nehmen, anstatt die Konfrontation zu suchen, finde ich auch in Ordnung. Kann man natürlich machen. Also ich versuche dann wieder zu variieren, was die Kombination angeht. Sobald ich auch genügend Kristalle habe, dann geht das auch. Ja, aber so kann ich halt, also ich könnte halt sowas wie Gauss oder so noch immer nehmen. Das wäre jetzt kein Problem. Wobei ich halt einfach diese Smoky-Variation, ja, das ist einfach unglaublich. Also ich habe mich halt mittlerweile so dran gewöhnt, als ich dann für Damage und so weiter, für die täglichen Aufgaben macht Damage sowieso. Da bin ich ja auf Donner umgestiegen und das war ja, das war, Alter, eine ganz andere Welt. Ja. Also, wie ich da gefühlt Stunden warten musste. Yo, nice. Das geht natürlich auch. Oh, habt ihr das gesehen? Richtig, richtig cool. Ah, das war völlig ungewohnt. Richtig ungewohnt. Das war, ey, als müsstest du irgendwie auf eine Lieferung, weiß ich nicht, vor einem anderen Kontinent warten. Also da ging gar nichts. So lange muss man warten, bis Donner aufgeladen wurde. Ey, kannst du keinem antun. Na? Aber, okay. Okay, das ist nicht so gut. Oh boy. Lass mich mal abhauen hier. Ja, wobei, ich klaue mir mal ganz kurz nochmal die Heilung. Braucht ja sowieso hier keiner von euch, ne? Denke ich mir einfach mal so. Alter, 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 alter. Ist ja gut, Bro. Okay. Jetzt habe ich es voll verschissen. Hab gar nicht drauf geachtet. Aber gut, wenigstens hier wieder ein bisschen was. Ich kann euch jetzt nicht versprechen, dass es im nächsten Teil wieder das nächste Level abgibt, ne? Also, das können wir mal an dieser Stelle getrost vergessen. Ich hatte ja natürlich auch ein bisschen was so vorproduziert. Das haben ja auch einige richtig erkannt, ne? Dass da so ein bisschen was in der Pipeline war und entsprechend konnte ich natürlich auch in der Zwischenzeit halt ganz normal meine täglichen Aufgaben machen und so weiter. Und deswegen ging das jetzt auch so schnell. Aber ja, ne, jetzt wird es dauern, jetzt wird es dauern, was das angeht. Aber ich finde, das ist auch gut, ne? Das ist auch gut, sonst geht das viel zu schnell. Und ich weiß aber auch gar nicht, wie lange ich jetzt diesen Account hier noch tatsächlich aktiv spielen werde. Ich werde es natürlich noch eine Zeit machen, vor allem weil ich ja auch so viele Container habe. Aber wenn jetzt halt dieser Account beispielsweise den mittleren wirklich einholen würde, dann gibt es da eigentlich jetzt keinen großen Grund mehr, weshalb ich auf diesem Account jetzt jedes Mal gefühlt spielen müsste. Ne? Da kann man auch wieder halt wirklich wechseln. Dann kann man sagen, okay, machen wir eins auf diesem, dann das nächste auf dem und so weiter. Das Einzige, was halt wirklich so, ich sag mal, der Punkt ist, warum ich halt diesen Account unter anderem auch so aktiv bespiele, auch was die Let's Plays angeht, ist halt, ich kann halt, ja, ich muss mich halt so gesehen auf einen Account beschränken. Und da das Leveln ja hier wirklich schnell ging, ja, das seht ihr ja auch, ja, und für meine Verhältnisse ist es halt nun mal extrem schnell, der wird mich locker gleich killen, oder? Nein, na gut. Das war cool, vor allem auch das Equipment, mit dem konnte ich richtig gut abgehen. Ich sag's ja immer wieder, auf meinem großen Account, ey, wenn du da nichts MK27 hast, voll verbessert, du bist geliefert. Okay? Du bist so geliefert, das bringt nichts. Außer du hast vielleicht eine gute Runde. Ich habe natürlich das ein oder andere Equipment voll verbessert, aber was ist denn das? Raygun und Hornet? Smokey habe ich auch noch, aber was zur Hölle soll ich bitte mit Hornet ausrichten? Ich bin so schnell weg. Weg vom Fenster, das bringt nichts. Was habe ich noch so einigermaßen verbessert? Ich weiß es gerade gar nicht. Oh Junge. Ja, muss doch nicht sein. Hätte ich hier schon wieder gekillt. Gut, also das Match haben wir auch verloren, aber hey, was soll's? Ich habe ja sowieso hier nichts mehr zu erledigen. Alles geschafft, was man schaffen will. Unglaublich. Boah, wie schnell ich da wieder drauf ging. Holy moly. Und das natürlich mit Hunter. Und Hunter habe ich gerade mal. Also, MK6 ist jetzt nicht so schlecht, ne? Aber das war ja. Ich ging ja drauf wie sonst was. Okay. Gut. Wobei, den Juggernaut, den kriege ich.
Den sollte ich bekommen. Ah, ich halte noch einen Schuss aus, wenn er... Ja, jetzt halte ich noch mehr aus. Ja, nice. Easy peasy. Sehr schön. Wenigstens noch mal ein bisschen was fürs Team gemacht. Das Tanky Gamer Girl ist auch wieder da. Ja, herzlichen Glückwunsch an euch alle hier. Was wollte ich gerade sagen? Naja, jedenfalls, was Zeit angeht und so, ne? Ich kann halt nicht sagen, yo, ich mache jetzt mal hier 5 Stunden am Tag Party, jeden Tag, und spiele halt TO und versuche alle Accounts so hochzuleveln. Naja, das geht halt nicht. Ich muss mich halt da auf einen Account so beschränken. Und vor allem, wenn es halt um die ganzen, um den Battle Pass geht, ne? Da, also ganz ehrlich, ich wüsste nicht, wie ich die Zeit hätte, hier wirklich, auf allen meinen Accounts den Battle Pass durchzumachen, 50 Stufen, ey, das wäre halt einfach, ne, das wäre ein bisschen too much. Und deswegen, weil es ja auch einfach auf dem Account mehr Spaß gemacht hat und noch immer mehr Spaß macht, ne, sage ich mir, okay, dann mache ich den. Aber ich könnte dann halt auch irgendwann genauso gut sagen, wenn ich halt, was ich nicht glaube, aber es könnte sein, ja, dass ich halt sage, hey, mein großer Account, also wirklich der Legenden-Account, macht mir wieder so viel Spaß, dann kann ich natürlich auch auf dem die Stufen machen. Also das wäre dann auch kein Problem, ne? Und dann würde halt dieser Account wieder so ein bisschen in den Hintergrund geraten. Ja, oder ich gehe halt auf den mittleren wieder, ne? Der hat ja auch einige Sachen, MK7. Also insofern, auch das wäre eine Möglichkeit, dass ich halt sage, ja, jetzt wird der Account wieder aktiv benutzt. Das war ja auch eine Zeit lang der Fall, dass ich dann nur auf dem mittleren gespielt habe und dort meine IP gesammelt habe, ne? Jetzt fast also 3000, das ist unglaublich, ja, es ist unglaublich, wie das hier abgeht. Es ist natürlich jetzt sehr, sehr viel noch zu machen, ne? Aber trotz alledem, können wir hier noch das hier noch holen. Also ich habe 90.000 Kristalle. Davon könnte ich mir halt... Ja, was könnte ich mir holen? Das ist... keine Ahnung, was haben wir denn hier? Gauss? Wie viel würde das kosten? 100.000. Also nicht mal das könnte ich mir davon holen. Wow. Krass. Okay, also ich kann halt wirklich nur darauf hoffen, dass ich hier durch die ganzen Container am Ende wirklich, wirklich sehr viele Kristalle mir ergattern kann, um dann wirklich alles hochzupushen, was ich wirklich will. Nicht unbedingt alles in Form von alles, sondern alles in Form von das, was ich will. Vor allem, ich darf ja nicht vergessen, ne? Das kommt ja noch hinzu, nach MK6 kommt natürlich noch MK7. Okay? Und auch dafür braucht man natürlich Kristalle. Wobei mir da gerade auffällt, eigentlich könnte man, und dann würde auch der große Account wieder Spaß machen, man könnte auf dem großen Account-Container sammeln anfangen. 100 Stück, 200, ich weiß es nicht. Und dann auf dem alles öffnen, dann hätte ich auch die Kristalle und könnte auf dem mir wiederum plus die ganzen, ich glaube 60.000 EP oder so fehlen mir noch, ich weiß es gerade nicht, dann hätte ich auf dem Account das nächste Level up, auf dem großen Account. Jetzt auch nochmal ein paar Kristalle, 40.000 glaube ich waren das. Das wäre schön. Und dann könnte ich mir auch tatsächlich weiteres Equipment holen und das voll verbessern, beziehungsweise versuchen, das voll zu verbessern. Ich weiß nicht, wie viel Kristalle das kostet, aber es sind ja halt 20 Stufen und nicht 10. Vielleicht macht es dann mehr Spaß. Und natürlich brauche ich eine Drohne. Also das ist alles sehr, sehr kristallintensiv. Da müsste man dann wirklich halt sagen, okay, 200 Container oder so und dann halt hoffen, aus den Containern halt wirklich viele Kristalle zu ziehen. Ja, das wäre halt so eine Möglichkeit. Und dann könnte man halt mit sehr viel Freude tatsächlich auf dem Account dann wieder spielen. Dann hätte ich aber natürlich noch den mittleren Account, der auch dann irgendwann Marschall wäre und halt auch in diesem Bereich ist, wo es dann eben losgeht mit MK7 und so, ne? Darf man halt auch nicht vergessen an dieser Stelle. Also ist alles nicht so leicht und am Ende sind das Millionen von Kristallen, die man halt so durch normales Spielen nur bekommen kann, wenn man kein Leben hat, gefühlt. Ja, es gibt halt welche, die ja spielen da, ich weiß nicht, ihr könnt es ja sehen an den ganzen Top-Statistiken, ne? Wie viel da die Spieler so an Kristallen gefühlt in der Woche und wenn du das hochrechnest auf einen Monat, wie viel sie da so durch das ganze Spielen bekommen, ne? Das ist unglaublich. Oder halt natürlich auch EP, ne? Das kommt ja auch noch hinzu.
dann kommen ja eben dadurch die ganzen Level und so weiter zustande. Du kriegst halt deine Belohnungen und so, ne? Gut, dann hast du halt 50 Millionen Kristalle auf deinem Konto so und kannst halt mit denen nichts mehr anfangen, weil du halt eben schon alles hast. Ist natürlich auch so, ja. Aber zu diesem Punkt musst du erstmal kommen. Ja, oder du machst halt, du gehst halt den Weg, dass du dir sagst, Alter, was ist das hier durchspielen? Kenne ich gar nicht. Und haust mal erstmal deine Rente auf den Kopf. Nicht gerade die beste Idee, aber auch so eine Möglichkeit, die man vielleicht, ich sag jetzt nicht in Erwägung ziehen könnte, aber auch eine Möglichkeit, das ist ein bisschen doppelt gemoppelt, aber eine Möglichkeit, die im möglichen Bereich für den einen oder anderen tatsächlich liegt. So, wollen wir den hier mal ganz kurz killen? Weil will er uns killen? Nö, er hat uns gar nicht mal getroffen. Oh, gut, okay. Wo fällt denn das Ding? Ah, ich sehe, ganz, ganz hinten. Ja, da komme ich jetzt nicht mehr hin. Ah, schade. Aber hey, ich habe tatsächlich die ein oder andere Goldbox gefangen. Ja, man kann es nicht glauben, aber es ist so. Unfassbar, oder? Unfassbar, unvorstellbar, unmöglich. Aber ja, es ist so. Und die Leute geiern. Ich weiß nicht, obwohl es da nicht wirklich eine Aufgabe gibt, aber naja, die Leute geiern so richtig auf Goldies. Heulen rum, oh, bitte droppen. Richtig, richtig nervig. Aber ja, kennt man ja, ne? Kennt man ja. Oh, Jung. Der Carlos ist auch schon fast tot. Das Match werden wir zwar auch an dieser Stelle hier mal wieder nicht gewinnen, außer wir strengen uns hier an, das glaube ich aber nicht. Naja, die 1000 Kristalle, ganz ehrlich, ist mir jetzt eigentlich auch völlig egal. Wenn ich eine bekomme, ja, dann freut mich das. Aber jetzt mal ehrlich, die 1000 Kristalle, wenn ich mal so überlege, wie viel dann durch die Container noch so kommt, das ist gar nichts. Ja, da muss ich mich nicht anstrengen, hier irgendwelche Goldboxen zu fangen. Das ist alles sowieso völlig egal. Vor allem, ich glaube, es gibt ja auch mehr Kristalle, mehr Kristalle generell in der Schlacht, ne? Nicht nur erhöhte Erfahrungspunkte, weiß ich gerade gar nicht. Ich habe gar nicht drauf geachtet. Aber ich glaube, man bekommt auch mehr Kristalle. Vor allem natürlich jetzt auch mit Premium, ja, klar. Wobei das jetzt auch nicht mehr so lange geht. Das war ja nur dieser eine Tag. Ich hoffe, ihr habt den auch genutzt. Euer gratis Premium-Tag durch die Aufgaben. Oh, 400 Kristalle, doch nicht so viel. Okay. Wobei ich, glaube ich, eine bessere Schlacht hatte. Ja gut, okay, war jetzt auch Verliererteam, darf man nicht vergessen. Ja, okay. Kommt natürlich noch hinzu. So. Ich würde mich aber an dieser Stelle erstmal verabschieden. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich wollte hier das Level Up mal festhalten. Und das Ganze halt in ein Video zu packen, damit das hier nicht verloren geht. Ich hoffe auch, dass es jetzt keine Probleme gab. Ansonsten habe ich wieder ein Level Up ohne Let's Play. Das wäre blöd, aber alles im Bereich des Möglichen bei mir, sowieso. Aber in dem Sinne, erstmal macht es wieder besser in der Runde. Ist ja klar, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, es war ruhig, es war angenehm. Wir konnten es ein bisschen genießen. Es ist halt wirklich schon spät, ne? Wir haben es jetzt 1 Uhr morgens. Ich habe schon zweimal den Anfang verkackt, weil ich im Grunde auch schon pennen gehen möchte. Aber ja, ich habe das jetzt hier gemacht, damit ich das hier durch habe. Und ja, am nächsten Tag ein bisschen mehr Zeit habe für die eigentliche Arbeit. Alright, in dem Sinne, macht das Video besser, René, und ist ja klar, wir sehen uns dann im nächsten Teil wieder. Und mal gucken, was wir dann machen. Wahrscheinlich tägliche Missionen, wie immer. Und ich verspreche euch, im nächsten Video wird es kein Level Up geben. Okay, also so viel dazu. Dass das jetzt wirklich so schnell ging, lag halt auch daran, dass halt eben sehr viele schon vorproduziert war. Und natürlich entsprechend ein wenig Zeit dazwischen lag. Aber ja, in dem Sinne, wirklich macht es so besser. Und ist ja klar, man sieht sich und haut da rein. Ganz genau.